Contrigo! Ich muss die Markierung an der Wand gegenüber treffen. So habe ich vorher schon Torbögen verschoben. Wenn ich das so mache... So habe ich schon vorher Torbögen verschoben. Das hat doch irgendwas damit zu tun, oder? Irgendwas? Hä? Ja, ich weiß, dass ich den treffen muss. Soweit war ich auch schon. Und der bewegt sich nur nach da und nach da. Aber hier gibt es sonst nichts, ne? Ich kann hier auch nichts sehen oder so. Ich würde gerne wissen, was das zu bedeuten hat. Egal, was ich mache, ich kann da nichts tun. Ich kann nur diese Scheiße hier. Hier wird aber auch nicht zurückgeblitzt, dass man sagen könnte, okay, ich arbeite hier mit Spiegelcape. Gar nicht, ne? Die Brücken erscheinen und verschwinden, je nachdem, auf welcher Torbogenseite ich bin. Ach echt? Mach Sachen, soweit bin ich auch schon, du Affe. Die Frage ist nur, wie komme ich auf die andere Seite von der Brücke? Boom. Keine Brücke. Manchmal bin ich auch echt zu blöd. Manchmal bin ich auch echt zu blöd. Warum hat sich das Ding jetzt bewegt? Bin mir nicht ganz sicher, ob das so eine gute Idee ist. Vielleicht ist es aber auch eine ganz schlaue Idee. Oh nein. Das muss ich wahrscheinlich irgendwo dahin bringen, dass ich da hochklettern kann. Hier ist eine Säule, aber kein Vorsprung zum Festhalten. Thank you.
ja auf der anderen Seite vorwärts. Ah. Wingardium Leviosa. Sehr unwahrscheinlich. Ich nehme an, ich muss hier zurück. Dahin. Und hier kann ich jetzt draufkrabbeln. Ist es möglich, einen dieser Blöcke durch den Torbogen zu ziehen? Theoretisch ja. Das aus? Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Nachdem ich den Block durch den Torbogen herausgezogen habe, kann ich ihn so platzieren, dass ich auf der anderen Seite draufklettern kann. Ja, das ist mir schon klar. Das ist ja aber nicht die Frage. Die Frage ist diese Scheißposition. Das ist ja das Problem. Ich muss da irgendwie hoch. Warte mal. Hier ist er jetzt so. Jetzt müsste ich theoretisch hier durch. Ich habe den ja einmal durchgezogen. Warte, ich muss jetzt einmal so durch. Ja, aber das bringt mir in dem Sinne halt nichts. Ich weiß nicht, ob er seine Form ändert, wenn ich ihn da jetzt rausschmeiße. So als Beispiel. Jetzt müsste ich den theoretisch hier durchziehen. Genau. So, wenn ich den nämlich jetzt hier reinsetze und dann einmal durchgehe. Ja, aber dann ändert sich doch dieser Scheißraum schon wieder. Das ist doch, das ist ja die Scheiße. Na,
Das ist doch die ganze Kacke da. Oder ich mach das. Ja, das ist aber nicht hoch genug. Ich hab den jetzt schon. Eigentlich ausreichen. Also klar habe ich es geschafft, aber naja. Kann es auch ein bisschen übertreiben. Nein, nicht noch sowas. Revelium. Also, dass Revelium hier gar nicht hilft. Das sieht doch nach Kampfarena aus. Slytherin? Schlange könnte Slytherin sein. Aber ich bin doch Hufflepuff! Wo ist mein Wiesel? Schon wieder Slytherin. Die Schlange! Das war alles? Es bringt halt nichts, ne? Ganzen Mist kaputt zu machen. Aber die kann man kaputt machen. Das nicht, das ist das Echte. Ich verstehe. Och nein. War das jetzt nur was zum... Warte mal, ich habe mal eine ganz komische Frage. Wenn das jetzt nur was war zum Aufmachen, dann ist es okay. Wenn es aber was war zum... Egal, die Truhe ist offen. Ist mir auch jetzt wurscht. So, dauert wieder viel zu lange, aber ich will es jetzt durchplätzen. Vielleicht cutte ich das nochmal zwischendurch mittendrin. Mega Powertrank.
Ich mache hier nicht alles kaputt. Wer weiß, ob das Spiel sich doch locken kann. Jetzt keine Mega-Power-Tränke mehr benutzen. Habe ich mich halt gut vorbereitet, hä? Oh, es wird wieder so ein unsichtbarer Kampf. Sehe ich doch jetzt schon. Diese Mist oder der Herr? Ist ja schlimm hier. Es wäre schön, wenn ich mal aufhören würde, diesen scheiß Fokus zu verlieren. Ich will zwar nichts sagen, aber...
wäre schön, wissen zu können, ob man das Ding ablocken kann. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ja. Aber woher soll man das riechen? So ein Müll. Was mache ich denn hier? Erstmal die Truhe. Rivelio. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Warum kriege ich einen Beigenschal, der schlechter ist als meiner? Charles Renrocks Erinnerung. Na dann. Vielleicht jetzt die Statue? Oh Mann. Nun, ich bin neugierig auf Isidoras Reisen. Nur herein. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater... Das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Das ist unerforschte Magie, Isidora. Man sieht nur, was im Glas verschlossen wurde. Wir wissen nicht, welche Macht damit verbunden ist. Aber die Spuren dieser Magie sind anders als alle, die ich kenne. Danke. Ja, ist doch nicht schlimm, oder? Würde ich jetzt erstmal behaupten. Ende die Prüfung. Gott sei Dank. Mal gucken, ob ich das in zwei Parts unterteile. Ah, ich darf wieder. Sie sind zurück. Und sogar in einem Stück. Ihr Lümmel. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Professor Rookwood hat mir erzählt, was auf Schloss Rookwood passiert ist. Angesichts der vorherrschenden katastrophalen Umstände ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt. Danke, Professor. Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Gut. Kann es weitergehen? Was war der leuchtende Faden, den Isidora aus der Brust ihres Vaters zog? Es war... Schmerz. Nach den Prüfungen werden Sie Ihr Handeln besser verstehen. Ich bin bereit, was auch kommen mag. In diesem Fall ist es Zeit für eine Einführung. Darf ich vorstellen? Neve Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Hogwarts. Wie geht es Ihnen? Ich gebe zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass ein Schüler die Prüfungen absolvierte.
Ich war stets überzeugt, dass Hogwarts-Schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Ich bin mir sicher, dass sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort ihrer Prüfung, wie soll ich sagen, vorbereiten. Das ist doch schön. Wir vertrauen Ihnen, Professor Fitzgerald. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass, nun ja... Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter? Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Natürlich. Professor Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten. Sagen Sie Bescheid, sollten Sie in der Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Rookwoods Aktivitäten erfahren. Sehr gern, Professor. Gut, ich würde sagen, hier machen wir mal Feierabend. War cool, war okay. Also dann, macht's gut, Leute. Tschüss.